Das Licht der Welt. Es ist Heiligabend gegen 18.30 Uhr, als mit einem leisen Plopp der Strom ausfällt. Einen Moment lang ist es nicht nur zappenduster, sondern auch komplett still. Dann reden wir alle durcheinander. Ist das die Sicherung? Wo ist mein Handy? Das hat eine Taschenlampe. Die Laternen draußen sind auch aus. Als die ersten Kerzen brennen, genießen wir etwas aufgeregt den Ausnahmezustand. Bis der Jüngste ruft: Aber was ist mit dem Essen? Leider sind Ente und Rosmarinkartoffeln noch weit davon entfernt, verzehrfertig zu sein. Wir beschließen zu warten. Das kann doch nicht ewig dauern. Nach etwa 20 Minuten nähert sich ein Lichtkegel. Es ist unser Nachbar. Frohe Weihnachten! Sagt mal, habt ihr noch Gas in der Flasche? Ich leg unser Fleisch jetzt auf den Grill. Der Hunger ist zu groß, vor allem der meiner Schwiegermutter, lächelt er etwas schief. Samt Gasflasche begleite ich ihn, oder er mich, Richtung Parkplatz. Im Auto haben wir noch eine funktionierende Taschenlampe. Auf dem Weg dorthin fährt uns fast ein Freund mit seinem Fahrrad um. Sorry, ruft er über die Schulter. Einsatz! Wenig später hören wir die Sirenen. Die Feuerwehr muss mehrere Menschen aus steckengebliebenen Fahrstühlen befreien. Nach einer Stunde Dunkelheit ist der Spuk vorbei. Die Ente gart zu Ende, wir füllen froh unsere Teller auf, bis es plötzlich wieder passiert. Plopp! Zum Glück bieten uns die Kerzen ein durchaus romantisches Dinnerlicht. Zum Ausprobieren des neuen Malkastens und zum Aufbauen des Lego-Trucks reicht das aber nicht. Also spielen wir. Prominenten raten, ich schmücke meinen Weihnachtsbaum und hänge dran. Wahrheit oder Pflicht? Ich weiß nicht, ob wir jemals so viel gelacht haben an einem Heiligabend. Als ich im Zuge einer Pflichterfüllung eine Runde im Dunkeln ums Haus drehen musste, riecht es nach Sommer und Lagerfeuer. Die Nachbarn stehen um ihre Feuerschale und machen Stockbrot und Marshmallows. Frohe Weihnachten! Ist das nicht schön? Gegen 23 Uhr kommt der Strom wieder und wir gehen ins Bett. Als wir am ersten Weihnachtstag das Chaos in der Küche und die Wachsflecken vom Holzboden beseitigen, hören wir Nachrichten im Radio. Durch eine defekte Kabelstrecke waren gestern knapp 500 Pinneberger Haushalte für gut 5 Stunden ohne Elektrizität. Der technische Leiter der Stadtwerke bedauert, dass das ausgerechnet am Heiligabend passieren musste. Und ich freue mich, dass das Licht der Welt keinen Strom braucht.